Der Autor Bernhard Krall mit uns heute im Interview. Hallo. Hallo. Und legen wir direkt los. Die erste Frage, die sich natürlich jeder stellt, ist, wie wird man überhaupt Autor? Jeder schreibt ja gerne daheim in der Stube, aber wie kommt man dazu, das dann wirklich professionell machen zu wollen und das auch zu tun? Naja, also daheim in der Stube schreiben ist schon ein sehr guter Anfang, weil es ist sehr viel Handwerk, es ist sehr viel Üben, es ist sehr viel Übung dabei. Ich habe früher schon immer in der Länge überzogen bei meinen Schulaufsätzen, das hat sich jetzt eben bezahlt gemacht. Und ja, also letztlich liest man viel, man überlegt sich, was man denn gerne schreiben möchte und man schickt eben seine Leseproben ein. Und so ist es bei mir auch gewesen. Ich habe ganz regulär zu dem Fanpro Verlag meine Exklusivvorschläge, meine Leseproben geschickt und irgendwann kam dann der Anruf, wo dann ein Werner Fuchs gesagt hat, das ist interessant, lass uns doch was zusammen machen. Zwar nicht das, was ich eingeschickt hatte, aber irgendwas dann doch. Immerhin, DSA ist ja immer eine schwierige Sache, wenn man sich da beteiligen will, weil es schon so viel gibt, weil schon so viel festgelegt ist. Wie hast du das denn empfunden, dich da einzugliedern? War das eher schwierig oder war das, fiel dir das leicht, irgendwie in der Welt was einzubringen, was aber nicht mit irgendwas anderem kollidiert? Naja, also man muss ja sagen, DSA kenne ich ja seit Weihnachten 1984, wo dann die Basisbox dann bei mir unterm Weihnachtsbaum lag. Dann hatte ich jahrelang den Kontakt völlig verloren dazu, hatte aber noch die Meisterbox mit dieser Maske, die man sich so aufsetzen konnte. Und dann, ich glaube, 2006 oder so etwas ist der Spruch reif geworden, dass man in dem Bereich da was macht. War ich natürlich überrascht, was das junge Gemüse inzwischen alles so gemacht hatte mit Regionalbänden und diesen ganzen Geschichten. Aber ich fand das überhaupt nicht einengend. Ich hatte das auch sehr zuvorkommend empfunden, wie man mich da dann aufgenommen hat in der Gemeinde mit Florian Donschauen und den Veteranen, die dann da zugange waren. Die haben mir da dann sehr geholfen, haben dann auch bei dem Manuskriptentwurf, den ich hatte, gesagt, das erste war ja Todesstille, siedel das doch im Bornland an, das ist für die Stimmung, die du erzeugen willst, ist das optimal, hat sich ja dann auch gut bewährt. Und ich empfinde das eigentlich auch als hilfreich, was es dort an Material gibt. Es gibt ja insbesondere die Regionalspielhilfen, auf die baue ich sehr, weil da ja sehr viel Kulturbeschreibung auch drin ist. Und das ist ein wirklich sehr gutes Gerüst, an dem man so lang arbeiten kann. Würdest du denn dann auch DSA weiterhin gerne treu bleiben als Autor? Wie sind da die Pläne? Ach, man nimmt das immer gerne mit. Also warum soll ich das nicht machen? Ich fühle mich da wohl, ich fühle mich auch mit dem Team, mit dem ich da zusammenarbeiten kann, also Lektorat oder auch die Zeichner, so ein Alan Lethwell oder sowas, der die Titelbilder macht, da fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Und solange ich denke, dass es da interessante Geschichten gibt, die es auch wert sind, dass man die erzählen kann und es eben Spaß macht, in dem Umfeld zu arbeiten, warum sollte ich das nicht tun? Dann zuletzt, was denkst du, sind deine Stärken als Autor? Was sind die Sachen, die dich erstens am meisten interessieren und die dir auch am leichtesten fallen oder am besten von der Hand gehen und das beste Ergebnis erzielen? Also ich glaube, so exotische, aus unserer Sicht, exotische Gesellschaftsverhältnisse, wo eben zum Beispiel im Bornland der Adel so viel zu sagen hat oder bei den Isenborns, wo so die Ausübung von Gewalt, auch von militärischer Gewalt, absolut normal ist, wo ritterliche Ehre eine große Rolle spielt oder wo mystische Kräfte sehr real sind, was ja dann auch auf die Gesellschaftsstrukturen in Aventurien mit den ganzen Gildenmagiern, die einen besonderen Status haben und sowas, einen Einfluss haben. Ich glaube, diese gesellschaftlichen Phänomene sich anzuschauen und zu überlegen, was macht das mit den Menschen, wenn eben einige Parameter, die für uns ganz normal sind, ganz anders sind. Vielen Dank fürs Interview. Ja, ich habe zu danken.